Gut, ich will aber Simon eigentlich nicht verraten. Ich gehe mir lieber unten in der Küche nochmal umschauen. Ich glaube, ich bin ja falsch. Aber ich leg die Tür, um sie zu blockieren. Ah ne, das ist schon richtig. Ich bin schon richtig. Gut, dann wollen wir uns nochmal in der Küche die Leute angucken. Hier liegt noch ein Buch rum. Blaues Blut, wie Cyberlove eine technologische Revolution erschuf. Weltraumtourismus ist der Mars, ihr nächstes Reiseziel. Green Earth, Run of Clean Food. Detroit Urban Farms verändert die Art und Weise, wie wir essen. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JP300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Na, man guck wird mal. Dich zerstören! Verstehst Der du? Linke. Zerstören! Der Linke. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Na, war doch klar. Oh shit, 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 shit. Ah, ah. Oh fuck, 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 fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Ab, haha. Ha. Oh fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Connor, komm, jetzt lass mich nicht im Stich.
Neu starten. Okay. Ein richtig guter Schuss, Connor. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Ja, ist noch sicher. Sehr gut. So. Herbst im Zen-Garten. Mit Amanda reden. Im Stratford Tower. Eng konfisziert die Mütze. Briefing anhören. Perkins treffen. Kappe analysieren. Video ansehen, Kamera überprüfen, blaues Blut auf der Konsole analysieren, Stratford Tower, Simon verletzt. Von SWAT-Team angegriffen werden, okay, ja gut. Einschusslöcher in Flur untersuchen, Einschusslöcher im Bildschirm untersuchen, blaues Blut an der Wand analysieren. Küche betreten, blaues Blut lesen, Run auf Clean Food lesen, Androiden befragen, Abweichler finden. Abweichler greift an, Messer entfernen, Biokomponente zurücklegen. Zurückholen. Abweichler verfolgen, Waffe ziehen. Abweichler erschießen. Massaker verhindert. Krass. Okay. Weiter geht's. 8. November 2038. 17:10 Uhr. Luther. Hole Hilfe, untersuche den Hinterhof. Hat er jemand gerade Schnee geschaufelt? Ah ja, guck mal. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Können wir ihnen vertrauen? Das müssen wir wohl. Wir haben keine Wahl. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Da wird dir ganz schnell warm. Kann ich mir kurz nochmal das Ganze hier draußen anschauen? Nee, okay. Rein.
Sieht auf jeden Fall schon deutlich netter aus. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Oben ist immer besser als unten. Bei dem anderen hatte ich auch schon gedacht, so, ja, Keller ist schon gleich geil, ungeil. Und ja, glücklicherweise ist es jetzt andersrum. Oh, ist das Weihnachten? Beziehungsweise es ist bald Weihnachten. Kara, möchtest du bitte... Kara. Alles wird gut. Die sehen auch alle viel sympathischer aus. Das ist voll schön hier. Geht es gut, Kara? Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Oh, geil. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Oh, die ist super. Was gegen das Fieber. Danke. Oh, Rose. Du bist supi. Ich wasche und trockne ich. Oh. Schlaf gut, Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Luther innig. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Oh. Es ist so schön. Ich bleib bei ihr. Alles klar. Seitdem wir entkommen sind mit Kara von aus diesem Haus, also seitdem wir Luther kennengelernt haben, läuft einfach alles so schön. Das freut mich halt einfach so. Das läuft einfach alles wunderschön für Kara und sie. Klar, gut, es ist natürlich so ein bisschen kalt gewesen und so, aber es wird nach und nach immer besser und immer besser. Es ist voll schön. Vor allem, dass sie auch in so einem warmen Haus sind, nette Leute haben, die ihnen helfen. Ich hoffe, alles bleibt so schön. Und es wird nicht schlimm oder so. Wie war noch dein Name? Kara. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Gerne. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen.
Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Wenn es bloß mehr Leute davon geben würde. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Ja, immer positiv sehen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Sieh nach, was los ist. Oh nein. Ich hab doch gerade gesagt, dass alles schön ist. Warum ist es jetzt nicht mehr schön? Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Was? Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Sie sollte das nicht mit ansehen müssen. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast. Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das. Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt.
Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Glaube ich. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Okay. Ach Mann. Der Dritte Weltkrieg. Verwöhnen Sie sich. Oh. Ernsthaft. Hey. Ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Lothar. Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich Alice traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich. Hab Angst um sie. Bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber sie hat mich irgendwie verändert. Die Polizei? Fuck. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Oben. Komm, Alice. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Nein. Nein, nur wir. Ich habe einen Beweis vergessen. Ich weiß. Und ich weiß nicht, wo er ist. Haben Sie Androiden hier?
Nein, hier sind keine Androiden. Da war er. Der will die Kleidung sehen, oder? Fuck, 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 er sieht die Kleidung, er sieht die Kleidung, er sieht die Kleidung. Nein, wir sind nicht. Ich dachte, es wäre sonst niemand im Haus. Ich vergaß. Meine Tochter ist oben. Bitte finde nichts. Ich flehe dich an, Welt. Noch ein Beweis für einen Abweichler, aber wo?